Hallihallo und willkommen zu einer Runde Brand Support, im Supporterrat natürlich. Ich hatte mich fast schon gefreut, dass heute Braum dran ist, habe mir aber dann nochmal gedacht, Moment, da ist doch jemand davor. Bei Brand können wir irgendwie nicht viel testen, Redemption macht keinen Sinn, Night's War macht keinen Sinn. Trotzdem werden wir mal schauen, wie wir mit ihm jetzt in der neuen Season verfahren können. Viel Spaß! Yeah. Ja, und prinzipiell sollten wir eigentlich die Pressure auf unserer Lane haben. Wir spielen zwar gegen Leona Jhin, das heißt, die haben schon relativ viel Chain-CC am Start. Aber wir machen ja immer noch extrem viel Schaden und der CC von Leona greift ja eigentlich erst, wenn wir hier das Pech haben. Also ihr CC in Courage of the Colossus, wollte ich sagen, greift ja eigentlich erst, wenn sie einen Hard-CC getroffen hat. Und das müssten wir halt einfach vermeiden. Na, wir poken sie jetzt vor Level 2 schon gut runter. Ja, lief sauber ab. Auch das lief sauber ab. Der Kill ging zwar an mich, das ist das einzig Unsaubere hier. Aber insgesamt lief es ganz gut. Jetzt pushen wir hier noch rein und dann können wir eigentlich auch schon wieder nach Hause gehen. Denn im Prinzip haben wir jetzt hier wenig, was wir noch machen müssen. Ich habe Level 3 erreicht, die Combo könnten wir jetzt auch schon setzen. Und da wir jetzt schon den Kill mitgenommen haben und einen Assist, können wir hier gleich mal auf die nächste Stufe unseres Support-Items gehen. Bisschen mehr Goldregeneration ist auf jeden Fall schick hier. Dann gucken wir mal noch auf andere Lanes durch die Gegend. Ja, wahrscheinlich hat er keinen Cooldown mehr. Kein Taunt mehr. Ah, das war knapp. Und auch der Minion-Hit wird nicht reichen. Ja, hier können wir jetzt auch gleich wieder ein bisschen nach vorne gehen. Da ist zwar ein Ward gesetzt worden. Aber wir haben es hier gerade gesehen. Wir müssen jetzt einfach immer gucken. Jhin wollte ein Auto-Hit setzen, also ein Last-Hit sich holen. Und das haben wir ihm gleich mal denied. Hier werden wir das Ganze jetzt baiten, indem wir unseren... Wow. Uppa, da muss ich gleich rausflashen. Indem wir den Ward clearen, beziehungsweise den Control Ward hier eben setzen. Und hier nicht treffen. Ach, das war bitter. Aber ich triff auch weiterhin nichts. Aber wir outplayen es halt gut, dadurch, dass Jhin seinen vierten Hit einmal volle Latte daneben gesetzt hat, haben wir halt hier jetzt wieder die Pressure erhalten. So einfach ist es. Ich warte hier kurz, ich gehe gleich wieder zurück, ich kann mir einen Sidestone leisten und dann dementsprechend auch wieder weiter auf Vision bauen. Warum sollte ich jetzt hier lange da bleiben, wenn doch das Gute ist zu nah, wie man so schön sagt. Aber es ist schon wieder eine Zerstörung. Ich meine, es muss doch mir auch mal so gehen wie den Gegnern. Dass man sagt, hey, Preseason, keiner hat einen Plan und deswegen feedet mein Team wie die Hölle. Ne, das passiert ja nicht. Das feeden ja hier immer die Gegner. Ja gut, jawohl, das erste Spiel war ja auch kein Spaß. Die Runde Alistair, die war ja doch sehr konfus, aber da habe auch ich scheiße gespielt. Da war ich mir meiner Combo immer nicht so hundertprozentig bewusst. Whatever. Wir können hier wieder nach vorne gehen. Den nehmen wir uns mal mit, den Minion. Hätten wir nicht machen müssen, aber den wollte ich jetzt einfach haben. Im Prinzip wollte ich eigentlich die Erfahrungspunkte haben. Und da kann man auch eine komplette Combo einfach auf Leona setzen. Wenn die so weit rausgeht und wir sie mit unserem E ungestraft treffen, ja, dann. Und dann machen wir das gleiche mit Jhin. Nun ja. Schade. Da kamen mir die Minions leider in den Weg.
Und hier können wir die das dann. Wir gehen noch ein bisschen vor, damit, falls sie über Flash, ich weiß nicht, ob sie den Flash hat, falls sie so rauskommen könnte, habe ich immer noch meinen Ignite bereit. Das klingt fast wie ein Reim. Ignite bereit. Okay. Was wir aber ein Riesenproblem haben, ist unser Mana-Pool. Der läuft heute nicht so schön. Wir poken einfach viel zu viel. Wobei die Sache auch die ist, wir nutzen unser Mana wirklich effektiv heute. Da muss man dann nicht schauen, dass man irgendwie sich Mana für Poke aufhebt oder für die Combo, sondern heute passt es. Ich gucke mal, ich lasse ihm natürlich das Tower Gold. Ist First Plattform. Der arme Ramos da oben. Wie ihr halt schon öfter gesehen habt, ich mache das ganz gerne, dass ich hier den Gegnern die Pflanzen deny. Denn ich meine, es ist echt nicht nötig, dass man hier denen mehr Ressourcen lässt als nötig. Und auch hier muss ich meine Ignite nicht hernehmen. Das wäre absolut verschwendet. Der eine dominante Botlane. Aktuell würde ich eh vielen Supportern raten, wenn ihr gut auf... Ja, das bringt sowieso nicht. Wenn ihr gut seid... Das bringt auch nicht. Wenn ihr gut auf Brand seid, dann habt ihr ziemlich Free Elo. Ziemliche Free Elo, weil einfach die Sache die ist... Wir nehmen mal hier das mit. Aktuell sind alle Leute sehr verwirrt und an eurem Champion hat sich ja im Prinzip dann nichts getan. Das heißt, ihr könnt weiter mit eurer guten, konstanten Leistung spielen und die Gegner einfach überrollen. Und wer jetzt halt ein guter Supporter ist und auch noch ein bisschen Midlane spielt, ja, dann ist Brand perfekt. Weil ich würde jetzt halt nicht sagen, dass ich gut in der Mitte bin, aber wenn ich mal in die Mitte muss, dann ist Brand ein Champion, den ich auf jeden Fall picken würde. Definitiv. Auch wenn sich da viel geändert hat und die Assassins stärker geworden sind. Oh gut, dann halt so. Das müssen wir leider noch treffen. Und da habe ich gerade gar nichts getroffen. Aber ich mache weiterhin Auto-Attacks drauf. Warum, fragt ihr euch? Ja, der gute Lucian hat seinen W getroffen. Das heißt, wenn das Ziel gedamaged wird, dann bekommt er einen Speedboost. Und so habe ich natürlich dann versucht, es ihm zu ermöglichen, dass er leichter an den Jhin drankommt. Na? Einfach immer die Auto-Attacks. Die Auto-Attacks machen zudem auch Schaden, ist klar. Aber hier einfach geguckt, dass man da ihm die Möglichkeit gibt, dass er rankommt. Grundsätzlich. Ja, die Gegner haben schon wieder irgendwie aufgegeben. 19 zu 3. Wer kann es ihnen verübeln? Da kann man halt leider aus deren Sichten nur noch sehr wenig machen. Sie haben es oft genug probiert. Vielleicht haben sie es teilweise zu aggressiv probiert. Aber naja, da kann man fast nur noch aufgeben. Ich finde es halt schade, dass ich jetzt gerade wenig testen kann, weil das immer solche Storms sind. Übrigens auch, wenn ich privat mal eine Runde spiele, nicht das Ganze aufnehme, was relativ selten ist. Dann sind es teilweise auch solche Spiele. Ich habe meine Leona hab ich schon getestet und mit der ging da alles auch super glatt runter. Ui. Ja. Ziehen wir kurz die Tower-Aggro auf uns. Warum? Keine Ahnung. Ja, ziehen sie sogar noch mehr auf uns, denn mein Brandschaden war ja noch auf dem Gegner. Meiner. Da kurz Vision machen. Und vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass ich in vielen Spielen jetzt rumspiele oder man muss besser predikten, wo die unsichtbaren Gegner sind.
Gerade jetzt, Kha'Zix war auch wieder so eine Prediction-Sache. Wo könnte der jetzt etwas sein? Der ist greedy, der will einfach nur auf mich drauf. Also, die Spells dementsprechend gesetzt. Ich denke, das ist eine Sache, wo man sich wirklich mal jetzt in dieser Season drauf fokussieren kann. Bis sie oder falls sie überhaupt an der Unsichtbarkeitsmechanik noch was ändern. Also da kann man wirklich gucken. Und viel Outplay-Potenzial ist da halt auch gegeben. Der Gegner verlässt sich vielleicht zu sehr auf seine Unsichtbarkeit und Eevee könnte es einfach durch Prediction ihn nehmen. Übungssache gebe ich gerne zu. Ich meine, ich spiele das ja erst seit ein paar Jahren. Aber ich kann euch das auch nur so weitergeben. Da einfach versuchen, ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Und dann geht das schon. Ja, ich warte mich zurück. Ich kann mir Dinge kaufen, aber ich habe nicht mal... Naja, ein Ryloth Kristallzepter wäre vielleicht sogar eine schöne Idee. Doch, das nehmen wir uns, denn wir können es uns perfekt kaufen, rein vom Gold her. Einen großen Stab, einen Gürtel. Wir haben AP, wir haben Leben. Und kriegen dann auch relativ schnell den Slow-Effekt. Da sollten wir eigentlich... Report, he's trying. Okay. Dann sollten wir eigentlich auch ziemlich nützlich sein. Ich kann natürlich dann noch die Maske dazu kaufen. Mein Support-Item mit dem Sidestone verbinden oder Support-Item selbst ausbauen. Die ganzen Möglichkeiten sind schon gegeben. Mein Pinkwort ist weg. Oh, wollen wir auch mal gucken, ob wir hier was machen können. Wie schnell brennen die runter? Gar nicht so schnell, weil man es misplayt. Ah! Gott. Man kann es ja auch noch mehr missplayen. Oh Mann. Oh Mann. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht das Q vorher, natürlich, damit ich ein Ziel perfekt treffe, aber hey. Was soll's. Die wird jetzt greedy, die sieht, dass ich low bin. Ein Assassin, der ein Ziel sieht, das low ist. Na, wer kann da widerstehen? Wahrscheinlich niemand. Oh Gott. Ah, ich will trotz allem diesmal nicht sterben. Diesmal möchte ich leider... meine KDA behalten, es tut mir leid, Rengar. Egoismus ist auch mal okay. Glaubte ich jedenfalls. Ja, da ein Assist mit dem, dann können wir uns es immer noch nicht leisten. Die Wölfe. Die Wölfe. Die Wölfe kommen, die schaffen wir. Wahrscheinlich nicht. Die Wölfe sind nicht mal da. Feels bad. Das könnte sogar reichen. Ja. Hey, ich habe einen Lubuff. Yay! Also ich kann es verstehen, wenn euch das hier nicht mehr interessiert. Ganz ehrlich, auch gestern beim Bartspiel, nee, vorgestern, das Bartspiel, kann ich auch verstehen, wenn das einen nicht mehr interessiert. Die sind alle zu feige oder auch nicht oder meh. Ich gehe zurück, kaufe mal Ryloth. Krieg einen Assist hier, krieg vielleicht noch einen Assist dort. Dann gucken wir doch mal, dass wir dieses Trauerspiel beenden. Ist echt nicht nötig. Eigentlich nur noch die Mitte durchpushen wäre der Plan, wenn keiner die deffen würde. Aber wie es halt so ist, diese kleine Funken-Rest-Ehre wollen sich die Leute halt doch behalten. Und dann kommt halt sowas zustande. Ja, jetzt ist er wieder low, geht back. Dann ist Ramos wieder low, geht zurück. Dann bin ich wieder low und muss zurück. Ja, so läuft das dann.
Oder wir beenden das wirklich mal flott. Ne, ich denke, das war's. Das sollte es jedenfalls gewesen sein. Klar, die Gegner sind immer noch eine Ewigkeit tot. Mein Blue-Buff ist nicht mehr da. Mana-Probleme incoming. Ach, geh doch weg. Lasst es uns einfach beenden. Weit weghalten, damit diese Katharina hier uns nicht nerven kann. Das wird auch nicht reichen. Können wir nicht einfach, bitte? Alle meine Weisheiten habe ich schon rausgehauen für heute. Bringt's nichts, jetzt hat hier noch stundenlang am Turm rumzustehen. Ihr merkt schon, sowas macht mir auch keinen Spaß. Ich hab's lieber, wenn es taktisch ist. Ich hab's viel, viel lieber, wenn es taktisch ist. Das macht einfach mehr Spaß. Aber das hier. Ah. Na gut. Erwischt er mich halt. Die Range von seinem Q ist halt doch relativ groß. Dann nehmen wir noch ein bisschen hier Damage mit. Cooldown Reduction können wir uns noch nicht mitnehmen. Brauchen wir ja eigentlich noch nicht. Und sie verteidigen weiter und verteidigen weiter. Ja gut. Was kann ich mitgeben? Wie gesagt, wenn ihr Brandmain seid, dann macht einfach so weiter. Da kann man jetzt halt gerade während der Verwirrung viel Spaß damit haben und viel Solo-Carry. Ansonsten sage ich jetzt schon, ich hoffe, es hat euch gefallen, wer überhaupt so weit geschaut hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag mal bis demnächst. Tschüss gewiss!